Moin. Dieses ewige Gedutze. Kannst du nicht endlich mal damit aufhören? Nein, kann ich nicht. Ich übe, weil ich Weltmeisterwerfer werde. Das ist hier aber keine Turnhalle. Irgendwann schlägst du mit dem Ball noch alles kurz und klein. Das kannst du aber gut. Jetzt mal du. Siebenstein, du willst doch wohl nicht etwa... Pass auf. Oh nein! Oh. Siebenstein, jetzt mal Siebenstein. Tut mir leid, Koffer, es war nicht mit Absicht. Bastel lieber deine Nussmännchen weiter. Komm, ich helf dir. Was ist denn das da? Siebenstein, hast du was bestellt? Ah, einen wunderschönen guten Tag, meine Dame. Herr Koffer? Ja, ich bin Rudi. Was hast denn du da in deiner Kiste? Das würdest du gerne wissen, hm? Ja. Und Herr Hashimoto wird dich nicht lange auf die Folter spannen, denn er hat hier eine Weltsensation. Ein technisches Wunderwerk, direkt aus Taiwan. Aus Taiwan? Das ist ja interessant. Ja, los! Mach schnell auf, Hashimoto! Ein echter Roboter. Kann der auch laufen und Rudi sagen? Und noch viel mehr. Willkommen bei Robochi Systems. Ich bin jetzt dienstbereit. Was wünschen Sie? Einfach ausgedrückt, Robochi ist dein bester Freund. Er lernt mit dir, er spielt mit dir. Also ein Freund... Kann dir auch Körper treffen? Jeden, den du willst. Boah. Also bitte, wir brauchen hier nicht noch einen Krachmacher. Wie ich sehe, spielen Sie Schach? Nun ja, wenn ich gerade jemand Bälle auf mein Schachbrett wirf. Dieser Robochi wird Ihnen der beste Schachpartner sein, den Sie je hatten. Was? Er hat zwei Funktionsstufen. Auf Stufe 1 im Junior-Modus ist er der beste Freund aller Kinder und Jugendlichen. Hi, Freund, was geht ab? Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, wir könnten Indianer spielen. Stellen Sie ihn auf den Senior-Modus, Stufe 2, führt er mit Ihnen tiefgründige Gespräche. Oder spielt mit Ihnen eine gepflegte Partie Schach. Ach was. Zu Ihren Diensten. Die Damen und Herren. Das ist ja großartig. Siebenstein, den musst du kaufen. Ja. Das ist ganz lustig. Ja, aber wir brauchen keinen Maschinenfreund. Wir haben uns. Nun ja, du musst zugeben, Siebenstein. Rudi ist nicht gerade ein guter Schachspieler. Und du doch wohl auch nicht. Und Körper triffst du auch keine. Und wenn der Robochi mit uns spielt, dann kannst du endlich mal machen, was du willst. Also, deine Nussmännchen basteln. Ja, oder Apfelmännchen. Genau. Hören Sie auf Ihre Freunde. Robochi verschafft Ihnen Zeit. Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Ja, Siebenstein. Los, Siebenstein. Also so ein Roboter ist absolut unbezahlbar. Oh. Nun ja, Qualität hat ihren Preis. Aber ich mache Ihnen ein Angebot. Robochi bleibt eine Woche zur Probe. Gefällt er Ihnen nicht, hole ich ihn wieder ab und Sie bekommen jeden Cent zurück.
Was sagen Sie dazu? Ja! Super! Super, super. Also abgemacht. Und hier, Rudi, der Doppelmoppel-Schusswurf. Oh ja! Und jetzt nochmal den Doppelmoppel rückwärts. Oh ja! Boah! Doppelmoppel rückwärts kann ich auch. Zeig mal, Rudi. Oh, bravo, bravo. So, nochmal, ich gehe jetzt Rudi. Mit Frau Beck ins Schwimmbad. Nochmal. Aber gleich bin ich dran, Rudi. Jetzt nicht. Doch, doch, du weißt ja, wenn der große Zeiger auf der 12 steht, wird Robocci umgestellt. Falls irgendjemand mitkommen möchte. Getroffen. Tschüss. Bravo, bravissimo. Siebenstein, wolltest du was? Dame auf F6. Was sagen Sie dazu, Herr Koffer? Nun ja, kein schlechter Zug. Da muss ich mal kurz überlegen. Also, da... Wenn du immer überlegen musst, kann ich doch so lange mit dem Robocci spielen. Kommt ja gar nicht in Frage. Erst wenn der Zeiger wieder auf der 12 ist, kommst du wieder dran. Abgemacht ist abgemacht. Aber der Robocci langweilt sich doch bei diesem langweiligen Langweilerspiel. Jetzt halt doch endlich mal den Schnabel. Du bringst mich noch völlig aus dem Konzept. Rudi, flieg doch mal zu Siebenstein. Die erzählt dir ganz bestimmt eine Geschichte. Ja. Na gut, aber nur kurz mal. Ja, ja. So, Sie müssen entschuldigen, Herr Robocci. Kein Problem, Herr Koffer. So, da kommt der König. Ja. Sind Sie sicher, Herr Koffer? Ja, vielleicht lieber doch nicht. Siebenstein ist gar nicht da. Sie ist weg. Hast du denn auch überall nachgeschaut? Überall. Auch unterm Bett und im Kühlschrank. Aber sie ist nicht da. Na, dann ist sie vielleicht einkaufen gegangen. Was und wer erzählt mir dann meine Geschichte, hä? Na, keiner. Wenn ich einen Vorschlag zur Güte machen dürfte. Ja. Ich erzähle unserem kleinen Freund eine Geschichte. Ach. Und wir setzen unsere Partie danach fort. Oh ja. Erzähl mal. Wenn Sie meinen. Also, die Geschichte fängt folgendermaßen an. Ja, schneller. Oh, das wird Spaß. Schneller. Schneller, Valentino Frosch. Super Fahrt, ja, Valentino. Ja, tolles Auto, Valentino Frosch. Ich bin kein Frosch. Ich bin ein Prinz. Und im Schloss in den Bergen wartet eine Prinzessin auf mich. Jetzt geht das schon wieder los. Ich bin ein Prinz. Jetzt ist doch was, mein kleiner Prinz. Papalapap, der Junge ist kein Prinz. Du bist ein Frosch, mein Junge. Ich bin ein Prinz. Prinzessin, ich komme. Gute Reise. Komm bald wieder, mein Prinz. Ja, Mama. Bis bald. Na, warte. Ich krieg dich. Hey, du musst aufpassen, wenn du über die Straße gehst. Oh, nicht weinen. Ich bin so alleine. Kann ich bei dir bleiben? Bitte. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu meiner Prinzessin. Aber okay, steig ein. Danke. Ich bin Prinz Valentino. Und dich nenne ich
Isabella. Isabella. La, 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 la. Das kann ich auch. Gewonnen. Hilfe! Hilfe! Was ist los, Valentino? Ich habe geträumt, dass mich ein Igel fressen möchte. Weißt du, die sind genauso gefährlich für mich wie Ratten, Schlangen und Störche. Hab keine Angst, Valentino. Ich pass auf dich auf. Jetzt schon unterwegs, Isabella. Schau mal, dort oben. Oh! Ja. Hilfe! Ein Storch! Puh! Glück gehabt. Aber was hast du denn? Verschwinde! Geh weg! Ich hab Angst vor dir! Isabella, du bist ja auch ein Storch! Nein, ich bin Isabella und du bist ein Prinz. Ja, ich sehe aus wie ein Frosch, bin aber ein Prinz. Genau, und zusammen sind wir Freunde. Schau, ein Schloss. Das muss es sein. Liebe Isabella, sieh mal, ich muss jetzt alleine weiter. Ich weiß. Die Prinzessin wartet schon auf mich. Dank dir für alles, Valentino. Ich bring dich noch zu ihr. Ich springe. Tschüss. Viel Glück, Valentino. Was willst du denn hier, Kleiner? Ich bin Prinz Valentino Frosch. Und ich will die Prinzessin. Du, ein Prinz? Niemand. Du hast ja nicht mal eine Krone. Gratuliere. Du bist Nummer 1421 in der Warteschlange. Dann nimmst du am besten gleich den Ausgang durch den Brunnenschacht. Oh nein, das Tretpedal ist kaputt. Was mache ich jetzt? Valentino! Isabella! Ich habe das Gelächter im Hof gehört und wusste, da stimmt was nicht mit deiner Prinzessin. Weißt du was? Ich will kein Prinz mehr sein. Kein Problem, aber wir bleiben Freunde. Abgemacht? Abgemacht! Ziehst du mich nach Hause? Na klar, mein allerbester Freund. Auf Wiedersehen, Valentino. Da bist du ja, mein kleiner Prinz. Mama, ich bin kein Prinz. Ich bin ein Frosch. Und das ist meine Freundin Isabella. Pferd von G1 auf F3. Und? Garde. Ein bemerkenswerter Zug, Herr Koffer. Aber hier kommt meine Antwort. Ja. Schach. Oh. Halt!
sofort aufhören. Ich bin dran. Aber das kann doch gar nicht sein. Die Uhr war doch eben noch... Das muss sogar sein. Robotschi gehört wieder mir. Aber unser Spiel ist doch noch gar nicht fertig. Dann hättest du eben schneller spielen müssen. Möglicherweise geht das... Ach, pappalapapp. Und überhaupt, die Geschichte hat Robotschi dir erzählt. In meiner Zeit. Stimmt's, Herr Robotschi? Nun, ja. Nee, die Geschichte war auch für dich, Koffer. Stimmt's, Robotschi? Also, so gesehen... Also auf gar keinen Fall, ja? Nur weil du Quälgeist rumgejammert ich hast. Ich bin kein Quälgeist. Also, bist du wohl, du Kreischkrähe. Und du bist ein Kackhaufenkoffer. Klubschaukenente. Stinkekiste. Hässlicher Geier. Schweinefurz. Strumpelwurst. Knurzelpo. Frotzelmott. Kratzelkritz. Kratzelkritz. Pickenpock. Hatschibok. Hatschibok. Nibikuk. 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 Robotschi. Robotschi, was ist denn? Also von mir aus kannst du ihn wieder auf Stufe 1 schalten. Da tut sich nichts. Robotschi, gleich geht's dir wieder gut, dann kannst du mit mir spielen. Stell ihn lieber wieder zurück. Ja. 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 Oh, Rudi, schau mal. Er pinkelt. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Und wo ist eigentlich Siebenstein? Schnell, Rudi, hol einen Lappen. Ja! Ach, es war herrlich. Da bist du ja. Wie ist es so mit eurem neuen Freund? Hi. Spielt ihr schön? Wir spielen doch nicht, das ist ernst. Der pinkelt. Robotsch hat offensichtlich eine Fehlfunktion. Er benimmt sich wie ein Baby. Weißt du was, Siebenstein? Jetzt kannst du ihn mal haben. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe momentan auch keine Verwendung für ihn. Nein, nein, vielen Dank. Ich gehe mit Frau Beck Tee trinken. Bin nur kurz mal weg. Pitschipatschi. Njam, njam. Njam, njam. Njam, njam. Was soll denn das heißen? Na ja, njam, njam. Vielleicht hat er ja Hunger. Njam, oder njam. Durst. Ja. Pitschi patschi po. Das kannst du alles haben, Robotschi. Pitschi patschi pe. Pitschi patschi. Willst du lieber ein Stück Käse? Käse, Käse. Pe. Käse, Käse, po. Hey. Koffer, der will gar nichts essen. Dann musst du ihn füttern, Rudi. Robotschi-Service ist Hashimoto? Ihr Robotschi, ja? Der hat leider einen schwerwiegenden Defekt. Pichipa, pichipa, pichipa. Nein, er scheint in einer Art Baby-Modus festzuhängen. Was haben Sie mit dem Robotschi angestellt? Also, wir haben überhaupt nichts gemacht. Nein, also, er ist plötzlich einfach durchgedreht. Hallo? Hallo? Herr Hashimoto? Ham, 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 ham. Was habt ihr denn gemacht? Er hat mich angespuckt. Was? Ham, ham. Das war aber nicht nett, Robotschi. Nein. Njam. Hap, hap. Njam, hap, hap, hap. Vielleicht sollten wir ihn lieber ausschalten. Njam, njam, hap, hap. Njam, da, njam, stell njam. Den Schalter auf Null. Ja, genau, ich schalte ihn einfach aus. Dann kann er nicht mehr spucken. Njam, hap, hap. Es njam. Nützt nichts. Njam, hap, hap. Von njam. Mir kriegst du nichts mehr zu essen. Njam. Hab, hab. Ja, vielleicht braucht er etwas anderes. Er ist doch eine Maschine. Vielleicht braucht er Öl. Ja. Löl. Löl, löl, löl. Löl, löl, löl. Was ist denn hier los? Jetzt warte doch mal. Hallo, Siebenstein. Hallo.
Rudi? Koffer? Ist euch was passiert? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn? Lön, lön, lön. Lön, lön, lön. Lön, was will er denn? Das heißt, Robocci hat Hunger. Er möchte Öl haben. Er will dauernd Öl haben. Ja, aber es ist alle. Alle. Mehr. Warum stellt ihr ihn nicht einfach aus? Das geht nicht. Wir haben es ja probiert. Ja. Na gut. Wenn ihr jetzt alle wieder wach seid, mache ich mal die Vorhänge auf. Einen schönen guten Tag, Frau Siebenstein. Ein Klingelton. Dann komme ich schon. Das ist ja sehr schön, dass Sie da sind. Herr Hashimoto lässt doch in der Not keinen allein. Da. Der scheint tatsächlich einen Babymodus zu haben. Bam. Aua. Bam. Ich nehme diesen wieder mit und bringe ihn einen neuen. Mhm. Teddy. Ich sag's ja, er hat massive Fehlfunktionen. Warum haben Sie ihn nicht ausgeschaltet? In der Bedienungsanleitung steht doch, wie es geht. Aber wir haben keine Bedienungsanleitung. Mhm. Meinen Sie die da? Oh, da habe ich doch tatsächlich vergessen, sie Ihnen zu geben. So. Pam, pam. Pam, pam. Dam, pam. Du Riesenbaby. Dam. Halt doch still. Pam, pam. Halt doch still. Dam, pam. Jam, jam, dam, 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 dam. Also, wenn er Ihnen gefällt, liebe Frau Siebenstein, dann lässt es sich sicher einrichten, dass ich den Baby Robocci nach der Inspektion wieder vorbeibringe. So ein kleiner Freund ist ja auch ganz niedlich. Dann, wir brauchen keine Freundmaschine, stimmt, Siebenstein? Ja, sie hat doch uns. Kid. Nehmen Sie ihn einfach wieder mit. Also werfen konnte der Robocci schon ganz gut. Gib mir mal den Ball. Boah! Na, da guckst du was? Siebenstein, guck mal, was der Koffer kann. Wo bleibt sie eigentlich? Sie wollte doch mitspielen. Ja. Tanzen wie ein Robocci, Robocci, komm, wir tanzen wie ein Robocci, Robocci, komm, wir tanzen wie ein Robocci, Robocci, komm, wir tanzen wie ein Robocci, Robocci. Wollt ihr wissen, wie das geht? Wackelt zweimal mit dem Kopf und drückt auf euren Robocci-Knopf. Streckt die Flügel, Schnallen und die Arme aus. Und winkt wie ein Robocci zum Fenster hinaus. Dann noch hoch in den Himmel winken, wo tausend Glitzersterne für euch blinken. Jetzt drehen wir uns nach links und rechts. Und wackeln mit dem Po einfach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir klappern mit den Augen, macht sie auf und zu. Ein Robocci, ein Robocci. Bist auch du. Komm, wir tanzen wie ein Robocci. Komm, wir tanzen wie ein Robocci. Ja. Bei Siebenstein gehört. Da kannst du alles noch mal angucken und mitmachen. Moin. Dieses ewige Gedotze. Kannst du
du nicht endlich mal damit aufhören? Nein, kann ich nicht. Ich übe, weil ich Weltmeisterwerfer werde. Das ist hier aber keine Turnhalle. Irgendwann schlägst du mit dem Ball noch alles kurz und klein. Das kannst du aber gut. Mhm. Jetzt mal du. Siebenstein, du willst doch wohl nicht etwa... Pass auf. Oh nein! Oh. Siebenstein, jetzt mal Siebenstein. Tut mir leid, Koffer, es war nicht mit Absicht. Bastel lieber deine Nussmännchen weiter. Komm, ich helf dir. Was ist denn das da? Hä? Siebenstein, hast du was bestellt? Ah, einen wunderschönen guten Tag, meine Dame. Herr Koffer? Ja? Ich bin Rudi. Was hast denn du da in deiner Kiste? Das würdest du gerne wissen, hm? Ja. Und Herr Hashimoto wird dich nicht lange auf die Folter spannen, denn er hat hier eine Weltsensation. Ein technisches Wunderwerk, direkt aus Taiwan. Aus Taiwan? Das ist ja interessant. Ja, los, mach schnell auf, Hashimoto. Ein echter Roboter. Kann der auch laufen und Rudi sagen? Und noch viel mehr. Willkommen bei Robochi Systems. Ich bin jetzt dienstbereit. Was wünschen Sie? Einfach ausgedrückt, Robochi ist dein bester Freund. Er lernt mit dir, er spielt mit dir. Also ein Freund... Kann dir auch Körper treffen? Jeden, den du willst. Boah. Also bitte, wir brauchen hier nicht noch einen Krachmacher. Wie ich sehe, spielen Sie Schach? Nun ja, wenn ich gerade jemand Bälle auf mein Schachbrett wirf. Dieser Robochi wird Ihnen der beste Schachpartner sein, den Sie je hatten. Was? Er hat zwei Funktionsstufen. Auf Stufe 1, im Junior-Modus, ist er der beste Freund aller Kinder und Jugendlichen. Hi, Freund, was geht ab? Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, wir könnten Indianer spielen. Stellen Sie ihn auf den Senior-Modus, Stufe 2, führt er mit Ihnen tiefgründige Gespräche. Oder spielt mit Ihnen eine gepflegte Partie Schach. Ach was. Zu Ihren Diensten. Die Damen und Herren. Das ist ja großartig. Siebenstein, den musst du kaufen. Ja. Das ist ganz lustig. Ja, aber wir brauchen keinen Maschinenfreund. Wir haben uns. Nun ja, du musst zugeben, Siebenstein, Rudi ist nicht gerade ein guter Schachspieler. Und du doch wohl auch nicht. Und Körper triffst du auch keine. Und wenn der Robochi mit uns spielt, dann kannst du endlich mal machen, was du willst. Also, deine Nussmännchen basteln. Ja, oder Apfelmännchen. Genau. Hören Sie auf Ihre Freunde. Robochi verschafft Ihnen Zeit. Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Ja, Siebenstein. Los, Siebenstein. Also so ein Roboter ist absolut unbezahlbar. Oh. Nun ja, Qualität hat ihren Preis. Aber ich mache Ihnen ein Angebot. Robochi bleibt eine Woche zur Probe. Gefällt er Ihnen nicht, hole ich ihn wieder ab und Sie bekommen jeden Cent zurück. Was sagen Sie dazu? Ja! Super! 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 Also abgemacht. Und hier, Rudi, der Doppelmoppel-Schusswurf. Oh ja! Und jetzt nochmal den Doppelmoppel rückwärts. Oh ja!
Moppel, Moppel, rückwärts kann ich auch. Zeig mal, Rudi. Oh, bravo, bravo. So, nochmal, ich gehe jetzt Rudi. Mit Frau Beck ins Schwimmbad. Nochmal. Aber gleich bin ich dran, Rudi. Jetzt nicht. Doch, doch, du weißt ja, wenn der große Zeiger auf der 12 steht, wird Robocci umgestellt. Falls irgendjemand mitkommen möchte. Getroffen. Tschüss. Bravo, bravissimo. Siebenstein, wolltest du was? Dame auf F6. Was sagen Sie dazu, Herr Koffer? Nun ja, kein schlechter Zug. Da muss ich mal kurz überlegen. Also, da... Ach, wenn du immer überlegen musst, kann ich doch so lange mit dem Robocci spielen. Kommt ja gar nicht in Frage. Erst wenn der Zeiger wieder auf der 12 ist, kommst du wieder dran. Abgemacht ist abgemacht. Aber der Robocci langweilt sich doch bei diesem langweiligen Langweilerspiel. Jetzt halt doch endlich mal den Schnabel. Du bringst mich noch völlig aus dem Konzept. Rudi, flieg doch mal zu Siebenstein. Die erzählt dir ganz bestimmt eine Geschichte. Ja. Na gut, aber nur kurz mal. Ja, ja. So, Sie müssen entschuldigen, Herr Robocci. Kein Problem, Herr Koffer. So, da kommt der König. Ja. Sind Sie sicher, Herr Koffer? Nun ja, vielleicht lieber doch nicht. Siebenstein ist gar nicht da. Sie ist weg. Hast du denn auch überall nachgeschaut? Überall. Auch unterm Bett und im Kühlschrank. Aber sie ist nicht da. Na, dann ist sie vielleicht einkaufen gegangen. Und wer erzählt mir dann meine Geschichte, hä? Na, keiner. Wenn ich einen Vorschlag zur Güte machen dürfte. Ja. Ich erzähle unserem kleinen Freund eine Geschichte. Ach. Und wir setzen unsere Partie danach fort. Oh ja. Erzähl mal. Wenn Sie meinen. Also, die Geschichte fängt folgendermaßen an. Ja, schneller. Oh, das macht Spaß. Schneller. Schneller, Valentino Frosch. Super Fahrt, ja, Valentino. Ja, tolles Auto, Valentino Frosch. Ich bin kein Frosch. Ich bin ein Prinz. Und im Schloss in den Bergen wartet eine Prinzessin auf mich. Jetzt geht das schon wieder los. Ich bin ein Prinz. Jetzt ist doch was, mein kleiner Prinz. Papalapap, der Junge ist kein Prinz. Du bist ein Frosch, mein Junge. Ich bin ein Prinz. Prinzessin, ich komme. Gute Reise. Komm bald wieder, mein Prinz. Ja, Mama. Bis bald. Na, warte. Ich krieg dich. Hey, du musst aufpassen, wenn du über die Straße gehst. Oh, nicht weinen. Ich bin so alleine. Kann ich bei dir bleiben? Bitte. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu meiner Prinzessin. Aber okay, steig ein. Danke. Ich bin Prinz Valentino. Und dich nenne ich Isabella. Isabella. La, 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 la. Das kann ich auch. Gewonnen. Hilfe!
ist los, Valentino? Ich habe geträumt, dass mich ein Igel fressen möchte. Weißt du, die sind genauso gefährlich für mich wie Ratten, Schlangen und Störche. Hab keine Angst, Valentino. Ich pass auf dich auf. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs, Isabella? Schau mal, dort oben. Oh! Ah. Hilfe! Ein Storch! Puh! Glück gehabt. Aber was hast du denn? Verschwinde! Geh weg! Ich hab Angst vor dir! Isabella, du bist ja auch ein Storch! Nein, ich bin Isabella und du bist ein Prinz. Ja, ich sehe aus wie ein Frosch. Bin aber ein Prinz. Genau, und zusammen sind wir Freunde. Schau, ein Schloss. Das muss es sein. Liebe Isabella, sieh mal, ich muss jetzt alleine weiter. Ich weiß. Die Prinzessin wartet schon auf mich. Dank dir für alles, Valentino. Ich bring dich noch zu ihr. Ich springe. Tschüss. Viel Glück, Valentino. Was willst du denn hier, Kleiner? Ich bin Prinz Valentino Frosch. Und ich will die Prinzessin. Du, ein Prinz? Niemand! Du hast ja nicht mal eine Krone. Gratuliere. Du bist Nummer 1421 in der Warteschlange. Dann nimmst du am besten gleich den Ausgang durch den Brunnenschacht. Oh nein, das Tretpedal ist kaputt. Was mache ich jetzt? Valentino! Valentino! Isabella! Ich habe das Gelächter im Hof gehört und wusste, da stimmt was nicht mit deiner Prinzessin. Weißt du was? Ich will kein Prinz mehr sein. Kein Problem, aber wir bleiben Freunde. Abgemacht? Abgemacht! Ziehst du mich nach Hause? Na klar, mein allerbester Freund. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Valentino! Da bist du ja, mein kleiner Prinz. Mama, ich bin kein Prinz. Ich bin ein Frosch. Und das ist meine Freundin Isabella. Pferd von G1 auf... F3 und Garde. Ein bemerkenswerter Zug, Herr Koffer. Aber hier kommt meine Antwort. Ja. Schaf. Oh. Halt! Sofort aufhören! Ich bin dran! Aber das kann doch gar nicht sein. Die Uhr war doch eben noch... Das muss sogar sein. Robotschi gehört wieder mir. Aber unser Spiel ist doch noch gar nicht fertig. Dann hättest du eben schneller spielen müssen. Oh. Möglicherweise geht das... Ach, papp, und überhaupt, die Geschichte hat Robotschi dir erzählt, in meiner Zeit. Stimmt's, Herr Robotschi? Nun, ja... Nee, die Geschichte war auch für dich, Koffer. Stimmt's, Robotschi? Also,
so gesehen. Also auf gar keinen Fall, ja? Hm. Nur weil du Quälgeist rumgejammert ich hast. Ich bin kein Quälgeist. Also bist du wohl, du Kreischkrähe. Und du bist ein Kackhaufenkoffer. Klubschaukenente. Stinkerkiste. Hässlicher Geier. Schweinefurz. Strumpelwurz. Knutschelpo. Frotzelmott. Kratzelkritt. Kratzelkritt. Pickenpock. Hatschibock. Hatschibock. Nibikuck. Nibikuck. Muckidock. Robotschi. Robotschi, was ist denn? Also von mir aus kannst du ihn wieder auf Stufe 1 schalten. Da tut sich nichts. Robotschi, gleich geht's dir wieder gut, dann kannst du mit mir spielen. Stell ihn lieber wieder zurück. Ja. 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 Oh, Rudi, schau mal, er pinkelt. Oh nein, was machen wir jetzt bloß? Und wo ist eigentlich Siebenstein? Schnell, Rudi, hol einen Lappen. Ja! Ach, es war herrlich. Da bist du ja. Wie ist es so mit eurem neuen Freund? Hi. Spielt ihr schön? Wir spielen doch nicht, das ist ernst. Der pinkelt. Pitchi-patchi. Robotschi hat offensichtlich eine Fehlfunktion. Er benimmt